Arbeit in der heutigen Welt. Vielfältig, dynamisch und ständig im Wandel. Unsere Welt wird geprägt von Unternehmen. Alle haben ihr eigenes Profil, Gründungsimpuls, Geschichte, Werte und Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. All das bestimmt ihre Wandlungsfähigkeit. Was ist komplexer, als ein Unternehmen zu führen und weiterzuentwickeln? Was sind die brennenden Fragen Ihrer Organisation? In diesem Film nutzen wir das Kompetenz- und Werteentwicklungsmodell Spiral Dynamics nach Professor Graves, Beck und Cohen. Wir zeigen Zusammenhänge von Unternehmenswerten und Entwicklungsfeldern auf. Probleme und Engpässe in der Entwicklung von Organisationen können damit lokalisiert und spezifiziert werden. Jeder dieser Entwicklungsebenen ist eine Farbe zugeordnet. Beige ist die fundamentale Kompetenzstufe und noch nicht in der Lage, organisierte Wirtschaftsformen zu bilden. Daher spielt Beige im Unternehmenskontext nur eine untergeordnete Rolle. Alles beginnt mit dem Überleben. Tagelöhner, Pausierer und Gelegenheitsarbeiter befinden sich auf dieser Stufe. Der Einzelne ist auf sich allein gestellt. Ohne Struktur. Ohne Gemeinschaft. Ohne Vision. Der Einzelne kämpft gegen Krankheit, gegen Hunger. Existenzangst ist sein ständiger Begleiter. Jeder Fehler kann das ausbedeuten. Erst der Zusammenschluss von Menschen verheißt Sicherheit. So entsteht die erste Unternehmensform. Die Familie ist die natürliche Einheit. Hier sind wir geschützt und eingebunden. In Familienbetrieben sind alle Beteiligten versorgt, zugehörig und geborgen. Tag für Tag ernährt sich die Familie neu von den Früchten ihrer Arbeit und sichert so ihren Fortbestand. Alles läuft in übersichtlichen, aufeinander abgestimmten und wiederkehrenden Bahnen. Eine Generation übergibt das Unternehmen an die nächste und äußere Einflüsse werden vermieden. Der eigene Verzicht zum Wohle des Betriebes wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Das schafft natürlich Sicherheit, doch neue Ideen haben hier wenig Platz. Die Fortentwicklung des Unternehmens stagniert. Einzelne brechen aus diesen Einschränkungen aus. Sie sehen die Chancen in der Vorwärtsbewegung. Und die Expansion beginnt. Jetzt gründen ehrgeizige Akteure neue Unternehmensformen. Sie treiben die kostengünstige Massenproduktion von Waren oder Dienstleistungen voran. Auch harte Strukturbetriebe, Schneeballsysteme und Drückerkolonnen etablieren sich. Wachstum und die eigene Kraft stehen nun an erster Stelle. Der Einfluss des Unternehmens muss vergrößert werden. Mit großem impulsiven Einsatz wird Neuland erobert. Der Sieg über die Konkurrenz bestätigt den eigenen Erfolg. Konsequenzen werden nicht bedacht, nur der unmittelbare Vorteil zählt. Wirtschaftliche Dominanz entscheidet über den unternehmerischen Selbstwert. Macher mit Ideen sind gefragt, die den Betrieb voranbringen. Sie haben das Ziel vor Augen und reißen den Rest mit. Die anderen folgen. Ja, Junge. So machen wir das. Ja? Nächste Woche, wie vereinbart. Alles klar, ich danke Ihnen. Ja. So, das Unternehmen habe ich selber aufgebaut, quasi aus dem Nichts. Wenn Sie es mal früher gesehen hätten, ja, da hat richtig viel passieren müssen. Aber jetzt, sage ich Ihnen, jetzt schnurrt das Kätzchen, wenn Sie wissen, was ich meine, ja? So, jetzt gehen wir mal zum Kollegen Fellner und sehen, was der so treibt. So, Herr Fellner, wie sieht's aus mit der Präsentation? Die ist noch nicht fertig. Wie, die ist noch nicht fertig? Was soll das heißen? Jetzt sehen Sie mal zu, dass Sie sie fertigstellen! Mann. Ich werde ja auch nochmal ersetzen müssen. So was von unfähig. Bin ich umsonst Marktführer? Nicht, weil ich irgendwo rumsitze und Däumchen drehe. Bei mir ist doch dahinter! Hier steht das Vorankommen des Unternehmens an erster Stelle. Verdient wird am Verkäufer.
Der Profit wird maximiert und landet ausschließlich beim Eigentümer. Grenzen werden ausgetestet und überschritten. Auch illegale Geschäfte und mafiöse Strukturen etablieren sich. Bis ihnen das Gesetz einen Riegel vorschiebt. Öffentliche Vorschriften, Kontrollsysteme und offizielle Dokumentation sorgen nun für Firmen mit einem ordnungsgemäßen Aufbau. Der Fokus dieser Unternehmen liegt auf Struktur, Systematik und Regelmäßigkeit. Mit Beständigkeit und Zuverlässigkeit erzeugen sie Produkte, die einen breiten Absatzmarkt finden. Die Abläufe sind präzise, wiederkehrend und geregelt. Alles läuft in klaren, geordneten Bahnen, in denen jeder Mitarbeiter genau weiß, was er zu tun hat. Einzelne Abteilungen haben ihre jeweiligen zugewiesenen Arbeitsfelder, die sich um spezifische Aufgabenbereiche kümmern. Prozesse werden in linearen, hierarchischen Strukturen von oben verwaltet und die Führungsetage gibt allen die Richtung vor. Die Angestellten sind die Ausführenden und folgen den Angaben der Führungsetage. Solange sie ihre spezifischen Aufgaben vorschriftsmäßig erledigen, haben sie ihre Schuldigkeit getan. Wir tragen hier Verantwortung für 10.000 Mitarbeiter. Das nehmen wir ernst. Seit 90 Jahren wird in dieser Firma alles von sicherer Hand geführt. Jede Entscheidung ist durchdacht. Darauf können sich unsere Mitarbeiter verlassen. Und wer hier arbeitet, trägt dazu bei, dass Qualität einen Namen hat. Unseren. Das strikte Abteilungsdenken gibt viel Sicherheit. Doch Verbesserungsideen werden weder gesucht noch gefördert. Sollten Einzelne aus der Masse hervorstehen, gefährden sie die Gleichheit der Belegschaft und erschüttern den reibungslosen Ablauf. Schnittstellenthemen sowie Lohn- und Gehaltsforderungen beschäftigen die Führungsetage. Rufe nach Einbeziehungen der Mitarbeiter werden laut und immer öfter tauchen Fragen nach dem richtigen Führungsstil auf. Zu träge reagieren diese Unternehmen auf die Anforderungen der modernen Wirtschaft. Deren hohes Veränderungstempo erfordert ständige Weiterentwicklung von Konzepten und Produkten. Kundenbedürfnisse wandeln sich permanent. Innovationsfreudige Entrepreneurs schaffen sogar neue Bedürfnisse bei ihren Kunden durch Marketing, emotionale Werbung und hohe Medienpräsenz. Strukturen brechen auf. Jetzt geht es um Spaß an der Leistung, Kreativität und neue Lösungen. Schnelligkeit, Effizienz und Effektivität sind hier wichtig. Statt rigidem Schema F wirken hochflexible Projekte in neue Märkte hinein. Der Vertrieb ist fit und stark, die Verwaltung lean aufgestellt und strategisch in ihrer Arbeitsweise. Die Absatzmöglichkeiten sind unendlich, doch die Konkurrenz schläft nicht. Die Devise lautet höher, schneller, weiter. Viele Startups und schnell wachsende Unternehmen befinden sich auf dieser Ebene und nutzen den rasanten Wandel. Was möchte der Konsument? Welche Kaufinteressen kann man bei ihm noch wecken? Wo sind die Lücken im System, die die anderen noch nicht gesehen haben? Super Idee. Da müssen wir proaktiv sein. Aha. Ja, auf jeden Fall, bevor die von der ETG sowas machen. Genau, genau. Vielleicht kannst du schon mal abklären und wir besprechen das nach dem Conference Call. Ciao. Man muss einfach schauen, was ein Unique macht. Also was ist gerade hip? Die Kunden lieben das. Alles auf sie zugeschnitten, nichts mehr von der Stange. Ja, für uns ist es natürlich auch toll, wenn die Kunden dann happy sind. Da könnte ich immer weitermachen. Unternehmer lernen ständig dazu, erwerben neue Wettbewerbskompetenzen und bauen weiter konsequent an ihrer Karriere. Sie analysieren den Markt, erkennen Möglichkeiten, ändern Strategien und bleiben dabei flexibel. Wechsel bedeutet neue Chancen. Und die lassen sie sich nicht entgehen. Echtes Teamwork,
Kernkompetenzen und Customer Relationships treten in den Vordergrund. Doch immer schneller dreht sich das Rad des Fortschritts. Körper und Psyche zeigen die Grenzen. Die Unternehmer gehen an ihre Substanz. Burnout von Mensch und Umwelt ist die Konsequenz. Gleichzeitig hat die digitale Vernetzung, von der diese Unternehmen so stark profitieren, für sie ungeahnte Folgen. Konsumenten und Mitarbeiter werden bewusster. Umweltverschmutzung, Steuerflucht und Ausbeutung lassen sich nicht mehr verbergen. Die Kunden nehmen moralisch problematische Geschäftsmodelle nicht mehr hin und strafen die entsprechenden Unternehmen mit Boykott. Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften zeigen den Weg aus dieser Krise. Unternehmer agieren nun global und ganzheitlich. Ihr Blick weitet sich über den eigenen Tellerrand hinaus und sie sehen die Welt als Co-Kreation von sich und ihren Kunden. Firmen revidieren ihr Denken und reflektieren ihre eigenen Schwachpunkte. Echte Bedürfnisse treten in den Vordergrund. Unternehmen produzieren seltene und qualitativ hochwertige Produkte im Nachfragermarkt. Ihre Vision beinhaltet, nicht nur für sich selbst, sondern für alle beteiligten Menschen Mehrwert zu erzeugen. Ausbeutung verschwindet innerhalb und außerhalb der Unternehmensgrenzen und das neue Wir-Gefühl führt zu einer verantwortungsbewussten Unternehmenskultur. Ich denke, wir haben eine sehr menschenbejahende Kultur. Dieser Satz, der Mensch steht im Mittelpunkt, der ist für uns nicht nur ein Satz, sondern der wird, denke ich, auch tatsächlich gelebt. Und wir denken, dass wir mittlerweile eine Potenzialentfaltungskultur bei NewTek leben. Das heißt, wir sehen die Mitarbeiter nicht mehr nur als Ressource, sondern wir haben einen ganz anderen Blick auf die Mitarbeiter und sehen, was steckt denn in dem Mitarbeiter noch drin, was könnte denn dieser Mitarbeiter noch alles in sich entwickeln und was könnten wir denn gemeinsam mit diesem Mitarbeiter noch alles in die Welt bringen. Jede Mitarbeiterin wird chancengleich gefördert und alle profitieren. Heterogene Teams und Führungskräfte kooperieren hierarchiefrei. Jeder ist motiviert, positiv und alle ziehen mit Toleranz und Wertschätzung an einem Strang. Das Witzige an der Sache ist, wir haben uns nie irgendwelche Wachstumsziele gesetzt. Also Wachstum war eigentlich nie ein Ziel der Firma und trotzdem hat es stattgefunden. Wir haben es nur nicht verhindert. Und so sind wir quasi von 5 Mitarbeitern vor 25 Jahren heute zu 160 Mitarbeitern angewachsen. Ich empfinde es als ein sehr großes Glück für mich persönlich, diese Firma leiten zu dürfen und hier jeden Tag dabei sein zu können und zu sehen, wie eben dieses Unternehmen gedeiht und wächst und bestimmte Dinge und Fähigkeiten und Systeme in die Welt bringt. Der achtsame Respekt für alle Kollegen und die Einbindung in Entscheidungsprozesse bis zum Konsens münden in ein gefühltes Commitment. Neu dazukommende Teammitglieder werden schnell integriert, da sie geschätzte Kompetenzen mitbringen. Das Gehaltssystem ist transparent und das Unternehmen wächst harmonisch und organisch. Wir bilden alle unsere Mitarbeiter zunächst mal in präsenter Kommunikation aus, da eben viel Konfliktpotenzial schon in der Kommunikation untereinander steckt, in Missverständnissen, in unterschiedlichen Weltbildern und dass das schon mal bekannt ist. Damit lassen sich aber natürlich nicht alle Konflikte vermeiden oder verhindern, das soll ja auch nicht so sein. Wenn tatsächlich massivere Konflikte mal hochkommen, so haben wir in der Firma 2 ausgebildete Mediatoren, die sich dann darum kümmern, dass eben dieses Konfliktpotenzial einen positiven Ausgang findet. Doch das permanente Streben nach Übereinstimmung hat auch seine Nachteile. Uneinigkeiten erschweren die Entscheidungsfindung.
Idealistische Konzepte wachsen zu Utopien aus, neben denen andere Ideen keinen Platz mehr haben. Reflexionssucht, intellektuelle Radikalisierung und der ständige runde Tisch lähmen das Unternehmen. Was nun? Alle Ideen und Potenziale sind ausgeschöpft. Es scheint keine Optimierung mehr zu geben. Jede Ebene birgt eine Schattenseite und überall werden die Nachteile sichtbar. Armut, Stagnation, Korruption, rigide Strukturen, Ausbeutung der Ressourcen, Entscheidungsunfähigkeit. Hier braucht es etwas ganz Neues. Die isolierte und konkurrierende Betrachtung der bisherigen Kompetenzen und Werte ergeben keinen Ausweg. Die Lösung ist der nächste Schritt. Die bewusste Kombination von unterschiedlichen Kompetenzen nach Sinn und Relevanz. Dieser Schritt ist herausfordernd, denn jetzt nimmt die Komplexität erheblich zu. Die Arbeit nutzt dem Unternehmer, seinem direkten Gegenüber und der Welt als Ganzem. Ressourcen werden kreativ eingesetzt. Die Fragen lauten: Was habe ich zur Verfügung? Wie viel kann ich riskieren? Und was kann ich damit machen? Optimierung von Kommunikation und Prozessen begeistern mich. Meine Kreativität vibriert im permanenten Wissensaustausch. Ich entwickle mich und meine Welt im Tun. Die Einstellung: Ich warte nicht auf die Zukunft, ich erschaffe sie. Deshalb fürchte ich sie nicht. Ich bin beweglich und anpassungsfähig. Und ich bin gespannt auf die Möglichkeiten, die ich eigenständig und verantwortlich nutze. Unternehmer arbeiten zusammen, um bestimmte Ziele zu erreichen, doch ohne sich individuell zu beschränken. Das Bewusstsein entgrenzt sich sprunghaft. Plötzlich sind viele Dimensionen gleichzeitig sichtbar. Alle wirkenden Kräfte sind relevant und werden sinnhaft kombiniert und integriert. Kreative, inspirierte Neudenker schließen sich temporär für definierte Initiativen in Netzwerken zusammen. Sie schaffen sich schnell wandelnde, sinngerichtete, selbstlernende Mehrwertsysteme. Davon profitieren die Akteure, die Kunden und die Gesellschaft gleichzeitig. Das Bild wandelt sich von gesteuerten Unternehmen mit fixer Zugehörigkeit zu selbstbestimmten Entrepreneurs in Netzwerken. Führung heißt hier Entwicklungsverantwortung. Leadership erfährt eine neue Dimension. Weitere Ebenen werden sich anschließen, die aus heutiger Sicht im wirtschaftlichen Kontext noch unbekannt sind. Unternehmer auf der ganzen Welt bewegen sich. Die meisten von ihnen tun das unbewusst und fokussieren sich nicht auf die Entwicklung von unterschiedlichen Wertesystemen. Doch eine bewusste Ausrichtung bündelt Energien und bewirkt Vorsprung, auch in ihrem Unternehmen. Nötiger Raum für Selbstreflexion und integrale Prozessbegleitung ermöglichen nächste Schritte für Führungskräfte und ihr Wirkungsfeld. Wie in Ihrem Navigationsgerät im Auto stellen Sie fest, wo Ihr Unternehmen heute steht und wo Sie ankommen möchten. Mit unseren Erfahrungen stehen wir Ihnen für diese Reise zur Seite, als inspirierende, integrale Unternehmenscoaches.